hallo TNF-Freunde. Der Grund, unserer Zusammenkunft heute ist, wir sind euch ja noch ein bisschen was schuldig. Und zwar, euer tolles Crowdfunding hat uns ja 10 fantastische Cover-Songs, die wir arrangieren dürfen und für euch spielen dürfen, beschert. Ja, und irgendwann ist auch mal Zeit, die Schuld sozusagen zu begleichen. Und damit fangen wir heute an. Marc, was machen wir heute? Wir machen heute von 38 Special den Song Chain Lightning. Genau, den Song habe ich noch nie vorher gehört, beziehungsweise ich habe vorhin mal kurz reingehört, um echt zu sein, aber ich habe noch nie... Mach mal kurz an. Ich war noch nie... Begeisterter... Von dem Cover-Song... Begeisterter 38 Special-Fan. Achso. Beziehungsweise wusste, dass die Band großartig existiert, aber das ist ungefähr hier so ein flauschiges... Das, das passt auf jeden Fall schon mal mega zu uns, würde ich sagen. Also, das können wir eigentlich direkt so klauen. Ja, Reverb konnte man in den 80ern. Ich hab ein bisschen hier das Gefühl, ich höre die Hooters. Oder so. Weißt du? Das ist so ein typischer Radio-Rock aus den 80ern. Der Song ist übrigens, haben wir gerade mal nachgeschaut, von 1982. Ja, hat der noch ja nicht existiert. Ich glaube, der Rest der Band auch nicht. Obwohl, Steve war vielleicht schon ja, war ein kleiner, schon. Kleiner Hosenscheißer. Möglich. Da habe ich mich schon auf dem Schulhof gerauft. Aber nicht zu diesem Lied. Wir haben damals noch... Also da muss auf jeden Fall eine ganze Menge Salz drauf. Richtiger Schlüpferstimme, das Ding. So, vom Text her. Also, das ist hier schon ordentlich. Da geht's auf jeden Fall heiß her, auf jeden Fall auch hier. Ne? Ich würde sagen, Marc, wir unterbrechen den ganz normal. Also, Freunde, wir werden den jetzt mal ein bisschen gerade ziehen. Ein bisschen TNL hochschmeißen. Und. 30 Minuten köcheln lassen. Und genau, und dann kriegt er den demnächst mal. In der, sagen wir mal, besser verdaulichen Variante um die Ohren hauen, oder? Würde ich sagen. Würde ich auch mal sagen.